Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Sniper Elite 5. Ja, auch heute dabei unser Ballerbogger. So, Uwe. Schaltel auf links cam. Doppelt. Alter, wo kommt der denn her? Heute wollen die Leute, wa? Die haben heute richtig Bock. Jo. Der Munition. Ein bisschen hier mal rumstehen können, ey. Sprengfalle Telamine. Das ist mal ein Hitlerbunker, wa? Ja. Das ist mal ein Betonklotz. Junge, Junge. Hier gibt's auch nichts mehr. Der kriegt jetzt doch mal. Oh, direkt durchs Ohr. Erst im Arsch und dann im Ohr. Vielen Dank, Sarotti Moor. Hab ich den jetzt erwischt? Oh, 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 oh. Halt dich bereit, Uwe. Ist einer im Turm drin, der runterballert. Ich erkenne da nichts. Hab ich dich. Das waren die Elite-Scharfschützen, ne? Die dunkel gekleidet. Ja. So, nachladen. Letzter Schuss. Oh. Mission 8, Weitschuss. Über 200 Meter die Falten vom Arsch weggeschossen. So, da gab es ein Fragezeichen. Da behauptet einer wieder, er hätte was gehört, gesehen. Macht doch nicht so Effekte hier, Kind. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ach du, das ist ein Panzer, ne? Pass auf. Das ist ein ganz, ganz großer Panzer. Ich würde nicht stehen bleiben. Da können wir nicht so einfach dran vorbeilaufen. Oh, Alter! Hat er mit dem Großen geschossen? Ja, ne? Jo, hat er mit dem Marzipankugel nachgeladen. Ja. Ah, Scheiße. Haben wir gleich. Er duckt sich! Wie er es weiß! Scheiße. Wo ist es doch? Hier gibt's keine Panzerfaust, Alter. Ich bin tot, wenn der Schuss... Oh, leicht. Gut, dass ich noch lebe. Der Schuss hat mir die Buchse weggerissen. Der weiß, wo ich bin, Uwe, ne? Der wollte nochmal schießen. Der hat richtig Bock auf mich. Warte mal, da oben. Das ist ein Generator. Da gibt's was, da gibt's was. Warte mal. Hier sind zwei Leute. Wahrscheinlich ein Scharfschütze hier oben. Halt mal den Kopf unten, bis ich hier oben bin. Ja, da oben, da müsstest du eigentlich auch Dings finden. Schießen, nicht schießen. Noch ein Stück! Der will, der holt das große Geschütz raus. Oh leich, oh leich! Ein Übertreiber ist er. Alter, der schießt hier durch die Wand, du. Mit seiner scheiß Pistole. Aber habe ich hier Marzipankugeln geladen? Es sind die Guten. So, hier geht's nicht weiter, Uwe. Mei. Der beugt sich aber rüber. Guck mal, vielleicht, guck mal, die haben sogar noch was dabei. Die haben wir vorhin nicht gelootet, die Kinder. Can't find anything else. Mein Gott, ja, die habe ich doch gerade erst erschossen hier. Oh, du warst gerade am Lecken? Ach, was ist das denn hier?
Alter, der sucht einfach nicht. Warte mal, ich hab doch noch eine Sprengladung. Ich kann mich doch im Grunde genommen hinten anschleichen, ne? Ja, ja, wenn du eine Sprengladung hast, ja. Gib mich mal Deckung, versuch den mal abzuschießen von vorne. Das ist Sewers. Once I go in, Kraken's my target. No point coming back. Alter, dreimal in die Birne, ey. So, und jetzt gib mir deine Panzerfaust. Da. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Jetzt, jetzt kriegt er rückwärts. Das, was er braucht. Scheiße. Kannst du auf den Panzer mal kurz schießen? Wäre das möglich? Alter, das ist doch jetzt hier nicht wahr. Ja, ich versuch's ja, aber jetzt... Hat sich erledigt, der weiß jetzt, wo ich bin. Komm jetzt erstmal in deine Richtung, ich geh jetzt mal hoch auf die Brücke. Komm, wir räumen jetzt erstmal hier auf, da vorne ist noch ein Fragezeichen. Bevor wir uns den Panzer holen. Das haut nämlich nach... Oh, du hast eine Panzerfaust. Wo hast du die gefunden? Ja, den habe ich gerade den einen Typen abgenommen. Der wollte auf dich ballern. Ich kann mal gucken, ob ich da außen rumkomme. Über der Brücke hinweg. Es reicht, wenn er da irgendwo ein Loch reinschießt. Den Rest übernehme ich da. Warte, ich lenk den mal eben ab. Hier, Dicker, hier bin ich. Der hat dich im Visier. Der hat einfach Bock auf dich. Warte, ich laufe eben außen rum. Ich spreng den eben. Gleich bin ich für ihn. Warte. Ja, warte, der zielt noch auf dich. So, ich hab Telamir. Ja. Ja, jetzt dreht er das. Ist er. Ah, ihm ist das. Er hat mich gesehen. Jetzt haut er ab, ey. Ja, warte, lass den kommen. Lass den vorwärts fahren. Jetzt rumst es. Wenn er da jetzt durchfährt, ist Feierabend. Geht doch. Aua. Jetzt aber weg hier. Boah. Das tat weh. Hier lag was im Weg. Geh mal kurz in Deckung. Oh. Der schießt Deckung. Ja nicht immer verbluten. Noch. Auf gar keinen Fall. Nicht jetzt verbluten. Ja, der schießt immer noch. Das waren nur zwei Minen, wo er drüber gefahren ist. Aber der ist bewegungsunfähig. Und der hat ein fettes Loch hinten drin. Ich kann mich jetzt gerade nicht aufgabeln. Lass dir die zwei Minuten. Ich wollte jetzt Zeit, rüberkommen. Kurz wie... ja, wenn du es schaffst, wäre super. Andernfalls, wenn du es jetzt nicht schaffst, weil der guckt auf deine Richtung. Ich komme nicht dran, der ist... Der ist fixiert auf mich. Gib dir noch ein paar Sekunden. MG. Ja, wenn er mit dem Großen schießt, ist Feierabend, ne? Also, wie gesagt, der hat richtig Bock auf mich gehabt. So, ich bin jetzt weg. Warte. Hui, da tickt meiner hoch. Katsching, ding, ding. So, wie damals alle. 10 Sekunden noch, da bin ich da. Hey, ich versuche jetzt von hinten dran zu kommen. Nicht jetzt sterben in den letzten paar Sekunden. Eine Sekunde. So, respawn. Perfekt, guck mal, ich stehe die ganze Zeit weg bei dir. Oh, jetzt habe ich Panzerbrechende Munition. Denn. Let's go. So lobe ich mir das. Das nennt sich panzerbrechende Munition. Der knallt wahrscheinlich nochmal, ne? So, hier irgendwo soll der Durchgang zur Kloake sein. Aber zuvor gibt's hier noch was Schönes. Brechstange. Hast du eine Brechstange? Wahrscheinlich nicht, ne? Carded Room. Das, ach, das ist da unten drunter. Wo war das? Hier? Da in die andere Richtung. Ach, hier runter. Guck mal, alles auch markiert. Alles klärchen. So, wie sieht's aus? Kann ich abbrechen oder bist du... Brauchst noch ein bisschen? Warte mal, ich muss bei mir jetzt gerade mal verkehrt rum. Ich dachte, jetzt kann jetzt über die Mauer springen. Aber das ist doch ein bisschen tief. Das lasse ich mal lieber bleiben. Siehst du, ist ein Hitler-Bunker.
Fettes Ding. So, ich fange an, ne? Ja. Kanalisation betreten. Das ist ein Betonklotz. Guck mal. Hier geht's ja noch weiter. Das ist ja ein Ding. Wobei, Uwe, dann warte mal ganz kurz. Bevor wir jetzt weitergehen, da würde ich sagen, machen wir noch eine andere Mission, oder? Sprich, eine andere Episode. Oder müssen wir noch irgendwas hier machen? Sonst würde ich sagen, rushen wir hier durch. Info fehlt, Sprengladung fehlt. Ah, kommt. So, meine Freunde, leider endet unser Spieltag heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Sniper Elite 5. Es bleibt spannend. Bis die Tage.